Bevor wir einsteigen, will ich einen kurzen Überblick geben über das, was Sie heute Abend hier erwartet. Nach einigen Vorbemerkungen werden wir die Tat im Zusammenhang vorstellen, im Anschluss auf Akteure und Milieus der Corona-Proteste eingehen, einen kurzen Überblick über die Inhalte dieser Corona-Proteste liefern, um dann etwas zu wagen, nämlich Ursachenerklärung anzubieten. Wir wollen ein Angebot machen zum Verständnis, auch zur Erklärung dessen, warum wir es mit diesem Phänomen zu tun haben, und wollen versuchen, einige Gründe dafür einzuführen. Und im Anschluss fassen wir das Ganze zusammen und hoffen dann auf eine interessante Diskussion. Wie sich für jeden Vortrag gehört, also Sie müssen keine Sorge haben, es erwartet Sie jetzt kein soziologischer Fachvortrag, aber er ist natürlich wissenschaftlich gestützt und dazu gehören natürlich auch einige Vorbemerkungen und Einführungen. Was wir hier machen, wir machen keine juristische Analyse des Mordes in Ida Oberstein, sondern wir betrachten das unter sozialwissenschaftlichen oder mit einer sozialwissenschaftlichen Perspektive. Das heißt, uns geht es um die strukturellen Bedingungen und Umstände der Tat, wobei wir eine interdisziplinäre Perspektive einnehmen. Die Befunde, die wir ermitteln, die Ergebnisse, die wir meinen herausgefunden zu haben, beruhen auf eigener Forschung, auch auf Inhaltsanalysen von einschlägigen Diskursen innerhalb der Corona-Protestszene. Und flankierend dazu ziehen wir sozialwissenschaftliche Studien und Erhebungen heran, um das Ganze sozusagen noch ein bisschen zu unterfüttern. Wir begreifen die Tat hier als rechten Mord. Das ist vielleicht sozusagen so eine erste Überraschung für den einen oder anderen. Das Ganze wird in der Öffentlichkeit immer wieder so ein bisschen als ja, Eskalation eines Maskenstreits verhandelt. Wir glauben, es gibt strukturelle Bedingungen dafür. Die Tat ist nicht einfach nur ein eskalierter Streit um einen Parkplatz vor einem Supermarkt, sondern hat eine politische Implikation. Und da glauben wir aufgrund dessen, was wir jetzt im Weiteren vorstellen werden, dass die Tat als rechter Mord begriffen werden muss. Wir wollen die Bedeutung und die Zusammenhänge des Mordes offenlegen und wollen damit beginnen, kurz nochmal festzuhalten, was denn rechter Terror ist. Rechter Terror ist der Versuch, durch Tod oder schwere körperliche Verletzung bei Nichtkombattanten die Bevölkerung einzuschüchtern und/oder eine Regierung bzw. staatsnahe Institutionen, das System, zu bestimmten Handlungen bzw. Unterlassungen zu zwingen. Die entsprechenden Handlungen können disruptiv oder spontan erfolgen. Hierbei für rechten Terror, den wir abgrenzen von rechten Terrorismus. Beim rechten Terror sind weder eine unmittelbare Zielvorgabe noch eine zielgerichtete Planung vorhanden. Die Handlungen finden allerdings in einem Kontext von Einstellungsmustern statt, der sie dann als rechte Tat ausweist. Ich möchte gleich zu Beginn die zentralen Thesen unserer Analyse vorstellen, nämlich die erste haben Sie schon gehört, die Einordnung der unmittelbaren Tat als rechten Terror. Des Weiteren ordnen wir die Tat in den Zusammenhang der Bewegung der Pandemie, Verharmlosung bzw. Leugnung ein, das heißt unter den Corona-Protesten. Wir sprechen nicht so sehr gerne von Querdenken, zum einen, weil der Begriff sehr stark mit dem Verein von Michael Ballweg verknüpft ist, der jetzt für die Mobilisierung unmittelbar jetzt keine größere Rolle spielt. Stattdessen sprechen wir von Corona-Protesten. Gleichwohl spielt natürlich die Querdenken oder dieser Teil der Corona-Proteste als Querdenkenbewegung natürlich in der Genese, also in den Konstituierungszusammenhängen eine entsprechende Rolle. Die Radikalisierung innerhalb dieser Corona-Proteste findet im Kontext extrem rechter Disposition, also Einstellungsmuster, Interpretationsthemata statt. Allerdings weist dieser Zusammenhang über die extreme Rechte hinaus. Wir beobachten beispielsweise, das weiß der ein oder andere von Ihnen, wenn er sich mal die Spaziergänge beispielsweise angeschaut hat, dass wir es da mit Akteuren zu tun haben, die nicht alle zur extrem rechten Szene gehören. Also wir haben Friedensfahnen, die getragen werden. Wir haben Leute aus dem esoterischen Milieu, die ganz anderen Habitus und ganz anderes Auftreten haben. Das heißt, wir müssen, und das ist für uns die analytische Herausforderung, nämlich zu schauen, was verbindet diese unterschiedlichen Milieus, diese unterschiedlichen Akteure? Und unsere These ist, dass sich oder dass das verbindende Element für diese Akteurszusammenhänge autoritäre Grundeinstellungen sind, autoritäre Grunddispositionen. Beziehungsweise, man kann das aus unserer Sicht sogar noch ein Stück weiter präzisieren und schärfer fassen, nämlich
struktureller Antisemitismus. Wir werden diese einzelnen Thesen im Verlauf des Vortrags etwas näher erläutern. Und ich darf dann jetzt meinem Kollegen das Wort für den nächsten Teil geben. Vielen Dank. Ich möchte damit beginnen, dass ich nochmal kurz die Tat in Erinnerung rufe. Ich denke, vielen ist es noch in Erinnerung, aber trotz alledem nochmal ein paar Details. Also in Idar-Oberstein wollte am 18. September 2021 der Täter Getränke kaufen, ist dafür in eine Tankstelle gegangen. Dort traf er eben auf den Tankstellenmitarbeiter. Der hat ihn auf die geltende Maskenpflicht hingewiesen. Daraufhin verlässt der Täter die Tankstelle. Er kehrt kurze Zeit später mit einer illegalen Schusswaffe zurück. Der Täter provoziert gezielt durch das Abnehmen der Maske den Tankstellenmitarbeiter, als der ihn dann erneut darauf hinweist, dass hier eben Maskenpflicht herrscht, erschießt er ihn. Der Täter stellt sich am nächsten Tag der Polizei. Jetzt zu den weiteren Hintergründen, sofern bekannt und für unseren Zusammenhang relevant. Also das Opfer, dabei handelt es sich um Alexander W., 20 Jahre, Student, Aushilfe in der Tankstelle. Die Familie wünscht sich, dass nicht mehrere Details über ihn veröffentlicht werden. Das respektieren wir natürlich. Trotzdem interessiert uns ja diese Tat und gerade auch ihr politischer Kontext. Über den Täter ist weit mehr bekannt, auch aufgrund der Medienberichterstattung im Zuge des Prozesses. Es handelt sich um Mario N., knapp 50, bis dato selbstständiger Softwareentwickler. Bei der Polizei gab er dann an, dass er die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung nicht mehr habe ertragen können und er sei eben nicht an Angela Merkel herangekommen. Deswegen habe er das Opfer gewählt. So sagt er, weil es für ihn eben, ja, also ein Systemknecht sei, jemand, der für die Situation verantwortlich ist, weil er die Maßnahmen durchsetzt. Ja, wie dann diese Recherchen, die vor allem journalistisch waren zunächst, schnell zutage gefördert haben, zeigte sich der Täter bei sozialen Medien, verschiedenen sozialen Medien, recht aktiv. Es bildet sich so ein Radikalisierungsprofil, am Anfang noch etwas tentativ, also versuchend, später dann also straight on mit gewaltverherrlichenden eindeutig rechten Inhalten, die er teils kommentiert, teils auch weiterteilt. Genau, und seit Beginn der Pandemie, so belegen Zeugen, die mit ihm im näheren Freundschaftsverhältnis, Verwandtschaftsverhältnis sind, aber auch Verwandte bzw. Nachbarinnen, hat er die Corona-Pandemie geleugnet, hat die Existenz des Virus geleugnet. Für uns ist noch sehr wichtig, dass diese Tat nicht alleine steht. Ja, das ist ja oft naheliegendes Vorurteil, dass es sich um einen Einzeltäter handelt. Wir sehen das sowohl in der historischen Perspektive anders als auch unter den Bedingungen der Pandemie-Proteste. Und das möchte ich Ihnen kurz darlegen. Also einerseits haben wir es eben historisch in Rheinland-Pfalz nach unserer Einschätzung mit einer Kontinuität rechter Gewalt zu tun. Das wird oft ignoriert. Aber die rechte Gewalt in Rheinland-Pfalz hat eine lange Geschichte, auch über die Wiedervereinigung hinaus. Viele von Ihnen kennen wahrscheinlich ihn auch so Baseballschlägerjahre für die 90er Jahre. Oft werden die alleine für den Osten Deutschlands verwendet, aber auch in Rheinland-Pfalz gab es drei bekannte Todesopfer rechter Gewalt in den 90er Jahren. Es gibt auch Morde, unaufgeklärte Morde, vor allem in Koblenz 2018, die im Verdacht stehen, auch rechter Terror zu sein. Erst gestern oder vorgestern war es, glaube ich, gab es eine Verurteilung im Fall eines Mordes an einem Polizisten und einer Polizeischülerin, wenn ich mich recht erinnere. Genau, wo ebenfalls Verbindungen ins Reichsbürgermilieu bestehen. Also es gibt eine Kontinuität rechter Gewalt, auch mit Todesfolge in Rheinland-Pfalz. Darüber hinaus natürlich große Mobilisierung. Einigen von Ihnen wird es sicherlich was sagen. Also Kandel ist überall, rechte Mobilisierung, genauso wie Neonazi-Mobilisierung in Remagen. Genau, die glücklicherweise, wie kann man an der Stelle mal sagen, dieses Jahr ja ein bisschen ins Wasser gefallen ist, zum Glück, nach jahrelangen zivilgesellschaftlichen Protesten. Genau, nur daran sei jetzt erinnert. Wir meinen, dass diese Ignoranz, das Ausblenden dieser rechten Kontinuität oder der Kontinuität rechter Gewalt
eben zu einem systematischen Unterschätzen der Demokratie gefährdenden Potenziale in Rheinland-Pfalz führt. Und deswegen plädieren wir, das wird Luis am Ende auch nochmal deutlich machen, für eine gesellschaftliche Aufarbeitung der Hintergründe durch Wissenschaft und Zivilgesellschaft, wie es in anderen Bundesländern auch schon erfolgt ist. Nun noch der Zusammenhang zu den Corona-Protesten, den wir ja dann auch im Weiteren verfolgen. Bei den Corona-Protesten, das ist, denke ich, auch vielen bekannt, gab es von Anfang an massives Auftreten von Aggressionen und Gewalt. Ich habe hier ein paar aufgelistet. Es gab Brandanschläge auf das RKI 2020. Zu nennen wären auch zahlreiche Riots bei Demonstrationen, unter anderem August 2020 in Berlin. Es gibt ein weiteres Tötungsdelikt in Königs Wusterhausen in Brandenburg, erweiterter Suizid, der auch in diesem Kontext also einzuordnen ist. Es ist Ihnen sicherlich bekannt, dass bei den Versammlungen massiv gegen Polizei, aber auch MedienvertreterInnen vorgegangen worden ist, in einem für viele bis dahin ungekannten und auch überraschenden Ausmaß, gerade wenn man das vergleicht mit Pegida und dergleichen. Gewaltsame Übergriffe und Bedrohungen, so haben wir feststellen können, fanden eben gegen Institutionen, aber auch Personen, die in irgendeiner Weise mit den Pandemie-Maßnahmen, also den Bekämpfungen, Infektionsschutzmaßnahmen in Verbindung gebracht worden sind, immer wieder statt. Wir haben hier Speyer und Altenkirchen genannt, wo es eben Brandanschläge gab. Und es gab besonders perfide, da hat die Meldestelle, mit der wir auch zusammengearbeitet haben bei der Erarbeitung des Vortrags, auch viele Fälle dokumentiert. Im Anschluss an Ida Oberstein wurden Apothekerinnen, andere Mitarbeiterinnen im Gesundheitsbereich gezielt beleidigt und bedroht mit Verweis auf die Tat in Ida Oberstein. Die Proteste, nur um das nochmal kurz in Erinnerung zu rufen, allzu lang ist es ja nicht her, finden seit 2020, seit Beginn der Pandemie, in etwa 4 Wellen statt. Das sieht man bei dieser Grafik jetzt nur bedingt gut. Es gibt so einige kleinere Ausschläge. Das sind die ersten 3 Wellen, Frühjahr 2020, Herbst, Winter 2020, dann Februar, März 2021. Das sind in etwa auch die Zahlen, die Wellen des Pandemiegeschehens. Darauf folgt ja dann immer der Versuch, mit nicht-medizinischen Interventionen das Pandemiegeschehen wieder ein bisschen in den Griff zu kriegen. Und was Sie sehen, ist eben dieser exorbitante Anstieg im November 2021, wohlgemerkt nach dem Mord in Ida Oberstein, der im Zusammenhang steht mit der Debatte um die Impfpflicht. Dieser ist eben auch im Zusammenhang zu sehen mit einem Strategiewechsel, also anstatt die Proteste anzumelden als reguläre Demonstrationen, werden diese dann oft eben unangemeldete Spaziergänge getauft, ja, sehr verharmlosend. Die Forschungsgruppe CEMAS, die schätzt, dass in der Spitze etwa 5% der deutschen Bevölkerung an diesen Protesten teilgenommen haben. Das sind schon gewaltige Werte. Die sind aber nicht präzedenzlos. Wir haben, und da sind wir uns auch einig mit einigen weiteren Forscherinnen und Forschern, einige Vorläufer bzw. Anknüpfungspunkte, also Vorläuferbewegungen, die eben auch Anknüpfungen bieten, die sich bei den Corona-Protesten wiederfinden. Da ist vor allem zu nennen ein massives Auftreten von Verschwörungsideologien seit dem 11. September 2001. Ebenfalls leider sehr aktuell Friedensmahnwachen 2014 im Zuge der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch die Russische Föderation. Da gab es schon eine Zusammenarbeit von Linken und Rechten. Die Reichsbürgerinnenbewegung ist ebenfalls seit Jahren auf dem Vormarsch, auch aufgefallen mit zahlreichen Waffendelikten. Das ist ja ebenfalls markant für den Fall jetzt in Ida Oberstein, wo es eben auch illegalen Waffenbesitz ging. Impfgegnerschaft, Esoterik-Szene, also auch da werden sich einige erinnern, gab es größere Diskussionen um Masern, Schutzimpfungen und dergleichen, die bis zum Verfassungsgericht gegangen sind. Und dann, das hatte ich kurz schon erwähnt, die Pegida- bzw. GIDA-Bewegung, die von Dresden aus durch ganz Deutschland sich mobilisieren konnte. Ich gehe da jetzt nicht im Einzelnen noch näher drauf ein. Für uns ist es wichtig festzustellen, dass es sich hier um Bündnisse von extremer Rechter mit anderen
gesellschaftlichen Gruppen handelt. Das heißt, dass die Mobilisierung in diesem Fall, und das zeigt sich meines Erachtens, und das wollen wir auch belegen, im Fall der Pandemie, Leugnerszene, die Mobilisierung geht über extrem rechte Zusammenhänge hinaus. Und das ist auch das, was am Anfang häufig Menschen ja, Schwierigkeiten gemacht hat, diese Szene entsprechend einzuordnen, was auch den Sicherheitsbehörden Schwierigkeiten gemacht hat und wofür wir eben in unserem Vortrag versuchen, ein Angebot zu machen, indem wir das eben in den Kontext autoritärer Disposition und antisemitischer Ideologien einordnen wollen. Kommen wir also zu den Akteurinnen und Milieus dieser Bewegung der Pandemie-Leugner-Szene. Zunächst vorweg diese Proteste, ich hatte jetzt relativ viele Straßenproteste erwähnt, die haben natürlich auch im Digitalen stattgefunden, haben dort auch unglaubliche Resonanz erzeugt. Das spielt auch eine große Rolle, weil dort möglich war, nicht nur zu mobilisieren, sondern auch sich zu organisieren. Des Weiteren war von hoher Bedeutung, wie diese Chatgruppen, wie diese Kanäle, wie diese Angebote gerade der sozialen Medien funktionieren. Es kommt nämlich, das haben verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen auch belegt, unter anderem die unsere Kollegin Laura Weidig gemacht hat. Die hat Telegram-Chatgruppen in Saarland und Rheinland-Pfalz untersucht. Es kommt immer wieder zu Echokammern, also man verbleibt kurz gesagt unter sich. Abweichende Meinungen werden tatsächlich teils aggressiv ausgegrenzt. Und diese Filterblaseneffekte werden durch die algorithmischen Verfahren, berühmt ist ja dafür YouTube, werden durch diese algorithmischen Verfahren verstärkt. Genau, diese Kanäle, wir haben es hier kurz aufgeschrieben, die dienen eben dazu, Falschnachrichten, Hassbotschaften zu verbreiten. Die sind mit einer inhärenten Radikalisierungsdynamik ausgestattet. Das zeigen nicht nur unsere Untersuchungen, sondern zahlreiche andere. Und wir können im Laufe des Prozesses, also der Pandemie-Proteste, der Corona-Proteste auch feststellen, es gibt eben eine Tendenz hin zu diesen verschlüsselten, geschlossenen Gruppen. Also da, wo der Verfolgungsdruck gerade bei YouTube immer größer wurde, dass Deep-Platforming Menschen von der Plattform gebracht hat, in die Reichweite genommen hat, da sind dann Menschen immer stärker in so geschlossene und verschlüsselte Medien abgewichen. Genau. Kommen wir jetzt zu unserem Versuch, das ein bisschen zu systematisieren. Wen finden wir da? Das Wichtigste, das sind heterogene Milieus. Das sind sehr unterschiedliche Menschen. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, das hat auch bei der Einordnung der Bewegung anfangs große Schwierigkeiten gemacht. Luis, das ist auch schon erwähnt. Ne? Da sieht man Reichskriegsflaggen, Patschenflaggen nebeneinander. Das war für viele Leute nicht zu begreifen. Wir haben das jetzt versucht, in hier vier Milieus idealtypisch zusammenzufassen. Idealtypisch meint auch, da gibt es Überschneidungen. Einzelne Akteure sind verschiedene Milieus zuzuordnen. Die Milieus differenzieren sich auch intern nochmal aus. Ich werde das jetzt gleich nochmal erwähnen. Aber es hilft ein bisschen, sich klar zu machen, woher kommen hier Leute, wem ordnen sie sich zu? Und man wird aber auch schon, also es wird ein bisschen griffiger, ja, Widersprüche bestehen. Aber, und das wollen wir im Folgenden argumentieren, die Widersprüche werden eben verbunden. Genau, kommen wir also zu den einzelnen Akteuren. Ich vermute, Sie können das jetzt nicht im Einzelnen lesen. Wir haben also oben dieses Kästchen, da steht Querfrontelemente und den ordnen wir beispielsweise Ken Jebsen, Anselm Lenz zu. Das sind Menschen, die speziell in der ersten Phase der Corona-Proteste, speziell auch in Berlin, eine große Bedeutung hatten, die sich selber eher aus einem linken Spektrum oder einem linken Spektrum zuordnen. Auch Akteure wie die sogenannten Freien Linken, bundesweit aktiv, oder Widerstand 4.0, speziell bei der Frankfurter Mobilisierung recht wichtig. Das sind alles Leute, die sich selber links verorten, die wir dementsprechend als Querfront-Element fassen. Elemente aber mit Ausrufezeichen, denn die deutsche Linke hat sich nicht diesen Protesten angeschlossen. In ihrer Mehrzahl, sondern eine Kritik daran geübt. Aber es gibt diese Elemente und sie spielen auch für den organisationellen Zusammenhang, für die Mobilisierung eine nicht unwichtige Rolle. Die nächste Bubble, wenn man so will, ist die etwas diffuse Bubble der Verschwörungsgläubigen. Da gehören auch sehr unterschiedliche Menschen dazu. Wir haben es zum Beispiel mit dieser Big Pharma-Verschwörung zu tun. Das passt ja auch so ein bisschen zu so einem medizinischen Thema.
Wir haben es mit QAnon zu tun, seit 2017 wirklich auf dem Vormarsch. Einige nennen es regelrecht eine Sekte, weil sie eben so ein apokalyptisches Heilsversprechen transportieren. Wir haben aber eben auch Menschen wie diese Bewegungsunternehmer, wie beispielsweise Michael Ballweg, du hattest ihn angesprochen, dabei, die also auch über Schenkung davon leben, dass sie diese Proteste organisieren. Und wir haben es eben auch mit so einer parteiförmigen Struktur zu tun, die Basis, wo dann andere prominente Akteure sich auch versucht haben, in die Parlamente hineinzubringen, allerdings bislang ohne großen Erfolg. Das dritte Kästchen, das bezeichnet die extreme Rechte bzw. den Rechtspopulismus, also dein Leib- und Magenthema, muss man leider sagen. Da sind organisierte Rechte dabei. Na klar, die AfD hat man auch da. Anfangs werden sich einige erinnern, war das ja nicht so klar. Die haben zunächst strengere Maßnahmen gefordert, später dann die Aufhebung aller Maßnahmen. Reichsbürgerinnen, die hat man zuhauf gesehen, nicht nur bei den Akteuren, sondern eben auch im Netz. Und da schließt sich dann eben auch so ein Zusammenschluss wie die Freien Sachsen an. Also für die ostdeutschen Verhältnisse von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Die haben dann auch so ein Copycat probiert in anderen Bundesländern, hier in Rheinland-Pfalz eben zum Beispiel die Freien Pfälzer. Teile der Freien Wähler zählen wir auch dazu, wohlgemerkt Teile. Da müsste man dann jetzt genauer drauf eingehen. Das letzte nennen wir konformistische Rebellion. Bei diesem auch etwas schwammigen Milieu steht vor allem so eine Sehnsucht nach Normalität, nach der Rückkehr zu etwas vermeintlich Normalen im Vordergrund. Dementsprechend finden sich dort auch sehr unterschiedliche Akteurinnen, die teils der Esoterik zuzuordnen sind, teils so eine Art Bio-Bohème, wie das Andreas Speitnet in seinem Studien. Das sind also auch Menschen, die zum Teil einen sehr bürgerlichen Lebensstil pflegen, aber eben aus einer gewissen Frustration gegenüber dem modernen Leben auch dazu neigen, die gegebenen Verhältnisse etwas, wie soll man sagen, irrational zu diskreditieren. Genau. Es gehören aber dazu auch so, ich kann es kaum lesen, erstpolitisierte Bürgerinnen dazu. Genau. Das ist auffällig. Einige Beobachterinnen haben das geschildert, Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die bei den Demonstrationen bzw. bei den Gegenprotesten aktiv waren, haben das auch geschildert. Da sind eben Menschen dabei, die sind das allererste Mal bei einer Demonstration überhaupt und die reagieren dann auch so, wie Menschen das allererste Mal mit zum Beispiel Polizei, Ordnungsamt, Auflagen oder auch mit, sagen wir mal, negativer Presse zu tun haben. Die sind erstmal irritiert und fühlen sich missverstanden. Und die, muss man leider sagen, haben sich in Teilen zumindest radikalisiert im Zuge dieser Proteste. Genau, wie gesagt, bei diesen konformistischen Rebellen steht so eine gewisse Sehnsucht nach Normalität im Vordergrund. Ich würde auch sagen, so ein gewisser hedonistischer Zug ist dem Ganzen nicht abzusprechen. Kommen wir zusammenfassend nochmal zu einigen Kernelementen unserer Analyse. Also wir haben es eben mit heterogenen Milieus zu tun, die sich zu einer gemeinsamen Bewegung zusammengeschlossen haben. Dabei ist für uns von elementarer Bedeutung, dass es nur beim Teil der Bewegung sich um Menschen mit einem geschlossenen rechtsextremen Weltbild handelt. Das ist ja auch das, was, wie gesagt, viele Leute zunächst irritiert hat, wo sie das nicht ganz einordnen konnten. Aber, und das ist auch von Anfang an deutlich geworden, alle haben sich nicht von ihnen distanziert, obwohl sie ganz offenkundig aktiv waren bei den Protesten, zum Teil auch in leitender Funktion. Das fassen wir als wohlwollende Akzeptanz auf. Wir sind der Meinung und wir argumentieren das auch im Folgenden, dass diese Milieus verbunden sind über alle Widersprüche, die sie trennen, durch gemeinsame autoritäre Einstellungen oder Dispositionen. Die sind verbunden auch über Verschwörungsideologien, die sie teilen, die zum Teil auch extrem widersprüchlich sind. Manche halten das Virus für einen Hoax, also für eine einzige Lüge. Andere meinen, das ist einfach nicht so gefährlich. Und wir sind der Meinung, sie sind verbunden durch strukturellen Antisemitismus. Das heißt nicht notwendigerweise direkten manifesten Judenhass, aber durch ähnliche Narrative, die zu einer Verschwörung einer finsteren Gruppe neigen. Und die teilen mehr oder minder alle diese Milieus oder Akteure dieser Milieus.
Diese verbindenden Einstellungen ermöglichen dann die Kooperation und führen im Zuge dieser mittlerweile doch schon längeren Mobilisierung auch zu einer tendenziellen Ablehnung der demokratischen Verfasstheit des Staates. Und wir sind der Meinung, dass diese Mobilisierung auch über die Pandemie hinaus bereits wirkt. Also man sieht Teile davon eben jetzt auch schon bei den Protesten, die sich gegen die Sanktionen gegen die Russische Föderation im Zuge des Angriffskriegs auf die Ukraine richten. Und mit diesen Worten würde ich nochmal an dich übergeben, bevor ich dann später nochmal zu hören bin. So, wir wollen nun kurz einen knappen Überblick über die Inhalte dieser Corona-Proteste ergeben. Das heißt, so, was sind so zentrale Momente, was sind zentrale, basale Erscheinungen, die wir identifizieren können? Und auch hier steht das Ganze sozusagen unter dem Oberbegriff, dass diese Widersprüche ein gemeinsames autoritäres Muster haben. Nicht sehr überraschend ist, wenn wir uns die genaueren Einlassungen in dieser Corona-Protestbewegung uns anschauen, dass dort Irrationalismus vorherrscht, Wissenschaftsfeindlichkeit, also nicht nur ein Misstrauen, sondern eine dezidierte Feindseligkeit, Feindschaft, Ablehnung von wissenschaftlich begründeten Erkenntnissen. Das haben wir im Zuge eben der Hygienemaßnahmen, der Diskussion über Hygienemaßnahmen und beziehungsweise über die Gefährlichkeit des Coronavirus und der Covid-19-Erkrankung feststellen müssen. Auch hier haben wir es mit Manichäismus zu tun, das heißt mit einem Schwarz-Weiß-Denken, mit einem binären Denken, der nur noch Freund oder Feind kennt. Bist du auf meiner Seite, bist du ein Freund, bist du dagegen, bist du ein Feind. Und genau diese Konstituierung eines Feindbildes scheint uns sehr zentral zu sein, auch die Dynamik und die Mobilisierungsdynamik erklären zu können. Dabei werden Affekte mobilisiert. Wir meinen damit, dass die Argumentationen keinen rationalen Kern haben, sondern tatsächlich auch so ein diffuses Gefühl von Unzufriedenheit. Mein Kollege Paul hat es ja auch schon dargestellt. Also diese Sehnsucht nach Normalität, teilweise verbunden mit einer Sehnsucht, so einer vormodernen Sehnsucht mit einem romantisierenden Naturfetisch, der gerade in diesen Esoterikreisen eine nicht unwichtige Rolle spielt, allerdings auch in der völkischen Siedlungsbewegung. Dort können wir diese Momente genauso beobachten. Das heißt, wird sozusagen auf die Gefühlsebene, an Gefühlsebene appelliert, an dieses diffuse Unbehagen, irgendwas stimmt hier in dieser Gesellschaft nicht. Und genau das sozusagen wird bedient, ohne einen rationalen Kern zu haben. Interessant ist hierbei, dass es der Widerstand, diese Opposition, die Kritik irgendwann zum Selbstzweck wird. Also es geht dann gar nicht so sehr mehr darum, sich gegen konkrete Maßnahmen zu richten, sondern einfach nur den Widerstand gegen das System als solches auf die Straße zu tragen. Man kann es insofern relativ einfach belegen. Es gab in der Bundesrepublik keine Impfpflicht. Es gab eine Impfpflicht für medizinische Einrichtungen, die auch eher halbherzig beziehungsweise gar nicht durchgesetzt worden ist. Und dennoch sind die Leute jeden Montag oder jede Woche auf die Straße gegangen. Und das müssen wir erstmal erklären. Das heißt, irgendwann verliert sich die ursprüngliche Intention, auch wenn sie sozusagen nach wie vor als Wirkfaktor vorhanden ist, und die Kritik wird nur noch als Selbstzweck, in Anführungsstrichen, zelebriert. Das zelebriert führt uns vielleicht ein bisschen auf so ein falsches Glatteis, sondern wird inszeniert und auch immer wieder neu in den Köpfen reproduziert. Wichtig ist, wir hatten es jetzt schon mehrfach, den Begriff des Antisemitismus damit hineingenommen. Und der ist in der Öffentlichkeit sehr stark verbunden worden mit dem Magen David, also mit dem Davidstern, den sich viele der Corona-Protestler oder nicht viele, aber einige zumindest auch angeheftet haben. Das heißt also eine Gleichsetzung mit der Shoah, mit dem, was im deutschen Sprachgebrauch oft auch als Holocaust bezeichnet wird, also dem Mord an jüdischen Menschen während des nationalsozialistischen Regimes. Wichtig ist uns aber hierbei, dass diese antisemitischen Motive über diese, könnte sozusagen auch Opfermimesis, also man setzt sich mit den Opfern gleich und gewinnt dadurch sozusagen eine Aufwertung der eigenen Person. Diese antisemitischen Motive sind aber mehr als die Relativierung der Shoah. Und das ist sehr stark mit dem Begriff der Verschwörungsideologie verknüpft. Und wir wollen das jetzt im Einzelnen nicht, weil wir auch nur einen begrenzten Zeitrahmen zur Verfügung haben, aber wir wollen doch so zwei, drei wichtige Elemente dabei benennen. Verschwörungsideologien werden
bekommen dann einen antisemitischen Kern, wenn sie verschiedene, ja, soll man sagen, Kriterien erfüllen, wenn sie verschiedene Elemente beinhalten. Und dazu gehört beispielsweise die Personalisierung von gesellschaftlichen Krisen. Also das heißt, bestimmte abstrakte Funktionsmechanismen werden nicht als solche begriffen, sondern werden einer Gruppe schuldhaft zugewiesen. Also im Sinne von, diese Gruppe an Menschen ist schuld, dass die Situation jetzt so ist, wie sie ist. Und sozusagen zum antisemitischen Gehalt kommt es, wenn diese Muster sich auf jüdische Menschen beziehen. Dabei müssen sie nicht expressis verbis auf jüdische Menschen bezogen sein. Das macht das Ganze so tricky. Deswegen sprechen wir von strukturellen Antisemitismus. Sondern wenn klar ist, dass die ideologischen Figuren, die Topoi, die Muster, denen die Leute folgen, die sie in den Köpfen haben, mit denen sie die Welt begreifen und die Welt erklären, wenn diese genau diese Elemente an Personalisierung, an schuldhafter Zuweisung und vor allem der Unterstellung, dass diese Gruppe von Verschwörern böswillig, mit Intention, mit Absicht handelt. Darüber hinaus, und auch das wollen wir an dieser Stelle nicht ausblenden, weil das immer wieder auch in den Diskursen unseres Erachtens nicht stark genug betont wird, haben wir es mit einem sehr sozialdarwinistischen, mit einem zynischen Menschenbild zu tun. So nach dem Motto, die Alten, die vulnerablen Gruppen, denen geht es eh schlecht, die Alten sterben ja ohnehin. Warum sollen wir uns jetzt die Maske anziehen? Warum sollen wir uns zurückhalten? Warum sollen wir uns an bestimmte oder bestimmten Maßnahmen folgen? Aus dieser Gemengelage entsteht insgesamt so eine Anti-Establishment-Haltung, die, und das können wir, glaube ich, relativ gut empirisch auch abbilden und darstellen, sich jetzt zu einer klaren Systemfeindschaft entwickelt hat. Also einer grundsätzlichen Ablehnung des politischen Systems in der Bundesrepublik und damit einhergehend eben die Ablehnung von Vermittlungsprozessen repräsentativer Demokratie. Jetzt, dass kein Missverständnis entsteht. Ich habe am Anfang gesagt, ich bin Demokratietheoretiker und ich arbeite auch im Bereich der empirischen Demokratieforschung. Ich mache das jetzt nicht, aber ich könnte aus dem Stand 2 Stunden lang über demokratische Defizite in der Bundesrepublik sprechen, ohne mich zu wiederholen. Das ist nicht der Punkt. Aber die Frage ist, ob bestimmte Grundlagen dieser Gesellschaft es uns ermöglichen, Freiheit und Würde zu leben. Und ich glaube, dieser Ansatz ist da. Deswegen ist es so wichtig, deutlich zu machen, dass diese Ablehnung des politischen Systems eben kein in Anführungsstrichen konstruktiver Beitrag zu einer Emanzipation darstellt, sondern im Gegenteil einen Rückgriff auf autoritäre Vorstellungen hat. Das wird mein Kollege Paul später dann bei der Ursachenerklärung noch ein bisschen mehr aufführen. An dieser Stelle bringe ich schon mal den Begriff der Projektion mal mit hinein, weil der, glaube ich, ein Schlüsselbegriff ist zum Verständnis des Ganzen. So, jetzt haben wir so einen groben Überblick bekommen, was so wesentliche zentrale Inhalte in dieser Bewegung sind. Und nun wollen wir etwas machen. Wir sind Sozialwissenschaftler und wir wollen nicht nur phänomenologisch auf die Ereignisse, auf die Erscheinungen schauen, sondern wir wollen auch einen Versuch unternehmen, das Ganze ein Angebot zu machen für eine Erklärung. Warum ist es so gekommen, wie es gekommen ist? Was sind wesentliche Motive? Und wir gliedern diese Ursachenerklärung in 4 grundlegende Aspekte. Man kann auch eine andere Segregation, also eine andere Gliederung vornehmen. Uns erscheint es ganz nützlich, diese 4 Aspekte so auch zu diskutieren. Das eine wären sozioökonomische Aspekte, das zweite wären politische Aspekte, der dritte Aspekt wären ideologische Momente und der vierte Aspekt bezeichnen wir als sozialpsychologischen Aspekt. Ich werde zunächst einmal mit den sozioökonomischen Aspekten beginnen und nutze hierbei einen Begriff, der von Wilhelm Heidmeier, der einigen von Ihnen vielleicht bekannt ist, er ist auch derjenige gewesen, der diesen Begriff der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit geprägt hat. Und er zusammen mit Manuela Freiheit und Peter Sitzer haben den Begriff der entsicherten Zustände und der autoritären Versuchung geprägt. Wir glauben, dass das neoliberale Paradigma, also dieses Spardiktat, diese völlige Unterordnung auf den Markt, auf einen ominösen Markt, der qua sozusagen fast schon religiös verehrt wird oder quasi religiös verehrt wird und der alles richten soll, dass genau dieses neoliberale Paradigma zu eben Verunsicherung, zu einer Zunahme von sozialer Ungleichheit geführt hat, zu einer also nicht nur, dass den Individuen mehr Alleinverantwortung zugewiesen wird, sondern darüber hinaus auch die Deutungsmuster, wie bestimmte gesellschaftliche Phänomene zu begreifen sind,
das Ganze individualisiert wird. Das hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an, ich versuche es an einem Beispiel deutlich zu machen. In den 50er, 60er, 70er Jahren gab es auch gesellschaftliche Krisen, es gab aber kollektive Akteure, die ein Deutungsmuster, eine Interpretation geliefert haben, beispielsweise Gewerkschaften, Parteien. Und diese Bedeutung von kollektiven Akteuren ist zurückgegangen. Das heißt, das Individuum hat nicht nur die Alleinverantwortung für seine eigenen Geschicke, sondern es wird auch in der Interpretation, in der Erklärung dessen, was ihn beschäftigt, auf sich selbst zurückgeworfen. Und daraus entsteht ein Verlust an individueller und kollektiver Handlungsautonomie. Und die wiederum induziert, die wiederum ruft hervor eine überfordernde Unsicherheit und einen Kontrollverlust, der mit Abstiegsängsten verknüpft ist. Ich warne davor, jetzt so eine Gleichsetzung zu machen und zu sagen, bestimmte ökonomische Krisenprozesse führen direkt zu rechten, extremrechten, rechtspopulistischen Mobilisierungen. Das ist verkürzt, das stimmt so nicht. Es gibt aber einen Zusammenhang mit sozusagen einem allgemeinen Gefühl von Unsicherheit, von ich kann sozusagen nichts mehr in meinem Leben beeinflussen, ich bin hilflos bestimmten Mechanismen ausgeliefert. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle. Und ein letzter Punkt, der vielleicht ein bisschen exotisch wirken mag, ist, aber ernst zu nehmen ist, wir hatten von Paul ja schon gehört, die Bedeutung von elektronischen Medien, von den sozialen Medien, Social Media. Und hierbei ist wichtig zu begreifen, dass diese Plattformen, das sind proprietäre Plattformen, mit anderen Worten, das sind privatwirtschaftliche Unternehmen, die eine Gewinnerzielungsabsicht haben. Und das muss man insofern ernst nehmen, als dass diese Plattformen kein genuines, kein ihnen eigenwohnendes Interesse haben, das zu regulieren, zu moderieren, sondern das muss erkämpft werden, das muss gegenüber diesen Plattformen durchgesetzt werden. Und wir erleben es gerade sehr aktuell, was es bedeutet, wenn bestimmte Regulierungsmechanismen komplett wegfallen, nämlich bei Twitter. Jetzt seit der Übernahme durch, also nicht die Person Elon Musk, aber sozusagen sein Firmenkonglomerat, merken wir, was das für einen Unterschied macht. Wenn keine Regulierungsmechanismen, wenn es keine Regulierungsinstanz, keine moderierende Instanz mehr gibt. Und das ist insofern ernst zu nehmen. Wir fassen das auch unter dem Stichwort Netzökonomie zusammen. Und als ein Beispiel, wir wollen das ja immer wieder auch an den Mord an Ida Oberstein einbinden, der Täter, der Mörder, gab selbst oder ist ein gescheiterter Softwareunternehmer, also jemand, der sozusagen nicht nur privat, sondern auch beruflich gescheitert ist. Und insofern ordnet sich das für uns in diese Betrachtung ein. Ich gehe nun auf den nächsten Aspekt ein, den wir, da bewegen wir uns auf der, wenn man so will, auf der politischen Sphäre und ich beginne damit, dass wir es in der Gesellschaft durchaus mit Demokratiedefiziten zu tun haben. Wir haben eine Erosion demokratischer Entscheidungsprozesse und Institutionen, eine Verlagerung von Legitimität und Legitimation in nicht parlamentarische, in nicht legitimierte Bereiche. Das heißt zum Beispiel, dass bestimmte Entscheidungen eben in Kreisen von Wirtschaftsakteuren und Staatsakteuren stattfindet und wir keine Transparenz mehr, keine Vermittlung, keine parlamentarische Vermittlung mehr vorliegen haben. Vielleicht kann man als Beispiel nehmen, unabhängig davon, wie man selbst zu den Freihandelsabkommen TTIP und CETA steht. Aber die Art und Weise, wie diese beispielsweise in Parlamenten verhandelt worden sind, sind ein Ausdruck für diese These. Also die Abgeordneten haben dann irgendwie 5, 6, 7 Ordner bekommen, von denen, jetzt nageln Sie mich nicht auf die Zahl fest, aber von denen ein nicht geringer Teil, ich glaube, es war über die Hälfte, geschwärzt war. Dafür mag es gute Gründe gegeben haben. Das wollen wir nicht beurteilen. Aber was wir feststellen können ist, das steht natürlich einer demokratisch transparenten, einem demokratisch transparenten Willensbildungsprozess natürlich entsprechend diametral entgegen. Das wird in der sozusagen wissenschaftlichen Diskussion auch unter anderem unter dem Begriff der Postdemokratie verhandelt, für diejenigen, die da vielleicht auch noch ein bisschen weiterschauen wollen. Weiterhin haben wir es mit einer scheinbaren Alternativlosigkeit zu tun. Also viele, viele Entscheidungen der letzten Jahre wurden immer mit der Alternativlosigkeit begründet. Wir beobachten eine Konvergenz der Parteifamilien, was insgesamt Optionen, Unterschiede, andere Modelle für politische Entscheidungen damit minimiert. Und auch hier taucht wieder dieses Moment, wie wir schon bei der Sozioökonomie gesehen haben, der subjektiv empfundenen Einflusslosigkeit auf. Wir haben es also mit einer Krise der repräsentativen Demokratie zu tun. Die Vermittlung und Rationalität, die in diesem Prozess der Willensbildung stattfindet, wird als Betrug abgelehnt.
innerhalb dieser Corona-Protestbewegung. Es wird ein einheitlicher Volkswillen propagiert. Für diejenigen, die sich ein bisschen mehr mit diesem Thema beschäftigt haben, das erinnert sehr stark an klassische Motive, an Topoi, an basale Ideologieelemente, wie wir sie in der extremen Rechten und dem Rechtspopulismus eben auch finden. Die Vorstellung des Volkes, manchmal auch noch so als Organismus, also sozusagen mit einer Prise Biologisierung mit dabei, die Vorstellung, dass dieser Volksorganismus auch einen einheitlichen Volkswillen hat, die Leute kapieren es halt nur nicht. Diejenigen, die es den Leuten erklären, das ist die extreme Rechte, das ist der Rechtspopulismus und eben die anderen Milieus, die wir vorhin schon vorgestellt haben. Insgesamt beobachten wir damit eine Entfremdung von politischen Institutionen bis hin zur Systemfeindschaft. Und das ist ernst zu nehmen. Das hat jahrelang viele nicht interessiert. Wir haben Gruppen von Menschen, die mittlerweile seit Jahrzehnten nicht mehr gewählt haben. Und das hat lange, lange Zeit auch in der Politikwissenschaft, auch in der politischen Soziologie, das waren nur einige wenige, die das festgestellt haben. Es gab aber keine größere Diskussion. Und wir sehen jetzt, was das bedeutet, wenn Teile der Gesellschaft mehr oder minder sich abkoppeln. Das scheint uns doch ein Erklärungsansatz für zum Begreifen des Phänomens, mit dem wir uns heute Abend auseinandersetzen, zu sein. Ich darf nun das Wort an Paul wiedergeben, der den nächsten Aspekt, die ideologischen Aspekte, besprechen wird. Ja, danke. Kommen wir also zu dem vorletzten Aspekt, zur Ideologie, bevor ich dann abschließend zu sozialpsychologischen Aspekten komme und dann das Wort an Louis übergebe, um den Sack zuzumachen, aber zunächst noch zu den ideologischen Aspekten. Es ist sicherlich vielen ein Begriff, autoritäre Dynamiken. Die haben eine globale Reichweite. Also denken wir an Donald Trump, denken wir an Bolsonaro, aber auch Duterte in den Philippinen oder Indien, Narendra Modi. Man muss aber auch nicht weit schauen, kann auch nach Ungarn gucken oder eben nach Russland und sieht, da gibt es überall in den letzten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten, eine Tendenz, eine Dynamik hin zu immer stärkeren autoritären Politikformen. Gleichzeitig beobachten viele Sozialwissenschaftlerinnen eine rechte Normalisierungsstrategie, also den gezielten Versuch, rechte Inhalte salonfähig zu machen, sie in den Mainstream zu bringen. Für mich ein schlagendes Beispiel war die eindeutig rechte Ideologie, das ist die Erzählung vom großen Austausch, die im französischen Wahlkampf dieses Jahr zur Präsidentschaft von der konservativen Kandidatin zitiert worden ist. Wenig später hat in den USA einen Anschlag mehrere Menschenleben gekostet. Der Attentäter hat sich ebenfalls auf dieses Ideologem bezogen, wie übrigens auch der Halle-Attentäter 2019. Also da sieht man, da sind Dinge, die vorher wirklich nur in extrem rechten Gruppierungen zirkulierten und dort unwidersprochen aufgegriffen worden sind, mittlerweile so en vogue geworden, dass sie im Wahlkampf im französischen Fernsehen live übertragen werden. Genau. Auf einer funktionalen Ebene, wie funktionieren viele von den Ideologien, die in den Corona-Protesten reproduziert worden sind? Louis hat es vorhin schon erwähnt, eine der zentralen Funktionsmechanismen ist die Personalisierung abstrakter Konfliktlagen. Abstrakte Konfliktlagen sind zum Beispiel in modernen Gesellschaften wie den unseren. Wollen wir im Zuge einer Pandemie Schulen dicht machen oder Betriebe? Das ist erstmal ganz abstrakt eine Entscheidungsfrage, über die auch die Teilnehmer der Gesellschaft streiten können und auch streiten sollen nach unserem Dafürhalten, die aber von den Corona-Protestierenden, von den Pandemieleugnerinnen häufig personalisiert werden. Da wird dann beispielsweise der Virologe Drosten dafür verantwortlich gemacht, dass Schulen dicht gemacht werden. Irrationalismus, du hattest es ja vorhin schon erwähnt, ist diesen Ideologien auch inhärent. Das heißt, es kommt eben zu einer Ablehnung von schulmedizinischen oder auch mathematischen Erkenntnissen. Diese werden in den Verschwörungsideologien häufig eben als Betrug abgewehrt. Antisemitische Codes, also zum Beispiel sowas wie Wall Street oder Ostküste, manchmal auch Rothschilds, dienen den Akteuren in den verschiedenen Milieus häufig zur Verständigung. Das heißt, sie verstehen, was gemeint ist, nämlich Juden, ohne dass sie das dabei sagen müssen, ohne dass sie dabei
den offiziellen Rahmen des Sagbaren sprengen oder sich vielleicht sogar strafbar machen. Und du hattest es auch schon erwähnt, das ist eine affektive Projektionsfläche. Also es ist nicht beliebig. Man unterstellt denjenigen Gruppen, eben meistens jüdischen Menschen, man unterstellt ihnen böse Absichten, und zwar pauschal. Der nächste Punkt, wir hatten es vorhin ja schon erwähnt, konformistische Rebellion. Wir sind der Meinung, dass elementar bei den ideologischen, bei den Ideologien, die bei den Corona-Protesten zirkulieren, die Funktion ist, von den eigentlichen Ursachen abzulenken. Die eigentlichen Ursachen der Pandemie müsste man benennen, unter anderem, da gäbe es noch viele andere, mit kapitalistischen Naturverhältnissen, dem Vordringen der Menschen in den Lebensraum von Tieren, wodurch es zu sogenannten Zoonosen kommt. Der Corona-Erreger ist eine solche Zoonose. Und statt sich auf diese Ursachen zu fokussieren und vielleicht auch den eigenen Verhalten, was dazu beigetragen hat, wie zum Beispiel das Reiseverhalten, dass sich das dann global verbreitet oder die globalen Warenketten in den Blick zu nehmen, wird der Widerstand gegen die Hygienemaßnahmen gerichtet. Das heißt, die Rebellion zielt eigentlich zur Aufrechterhaltung der bestehenden Ordnung und ihr Widerstand zielt auf andere Punkte als die Ursachen der eigentlichen Krise. Die antisemitischen Narrative oder Erzählungen, ich hatte es ja gerade schon erzählt, die müssen gar nicht von allen im Einzelnen geteilt werden, aber sie sind in ihrer Struktur einander ähnlich und dadurch ermöglichen sie es, dass die einzelnen Akteure in den Milieus auch über Widersprüche sich verständigen. Da ist es dann im Zweifelsfall egal, ob man jetzt der Meinung ist, beispielsweise Bill Gates wäre dafür verantwortlich, dass es die Plandemie gibt, oder ob man gleich sagt, ja, das ist ja eigentlich die jüdische Weltverschwörung. Beides ist auf den Protesten zu hören. Beides wird meistens unwidersprochen akzeptiert. Dafür hat unsere Kollegin zahlreiche Beispiele aus den Chatgruppen gefunden. Aber diese Narrative aufgrund ihrer strukturellen Ähnlichkeit in der Erzählung ermöglichen es, dass die einzelnen Akteure einander verstehen und auch akzeptieren und letztlich gemeinsam organisiert auftreten. Kommen wir also zum letzten Aspekt. Da ist zunächst zu nennen, das ist, glaube ich, relativ einleuchtend, die Pandemie inklusive der Infektionsschutzmaßnahmen wurde von vielen Menschen als Kontrollverlust wahrgenommen. Und zwar als ein Kontrollverlust, der glücklicherweise für die meisten von uns vorher unvorstellbar war. Dieser Kontrollverlust, das bedeutet auch der Verlust über ganz banale Dinge wie den eigenen Aufenthaltsort zu entscheiden, wurde von vielen als eine narzisstische Kränkung erlebt. Das bedeutet als eine Kränkung der Vorstellung, man könne über das eigene Leben nahezu vollumfassend bestimmen. Und dieser Kontrollverlust, das sind wir der Überzeugung, der führt zu Spannung im Individuum. Sozialpsychologie hat sich ja zur Aufgabe gemacht, zwischen Individuum und Gesellschaft zu vermitteln, beziehungsweise die Vermittlungsinstanzen zu durchdringen. Und einer der Mechanismen, der dabei auf jeden Fall wirksam ist und den wir auch in den theologischen Aspekten schon begegnet sind, das ist die Projektion. Und zwar die Spannungen und Wünsche, Ängste, die Emotionen, die im Zuge einer solchen Krisenerfahrung, eines solchen Kontrollverlustes aufkommen, werden von vielen Menschen sich nicht eingestanden. Sie müssen dann aber in irgendeiner Weise eine Triebabfuhr erleben. Und das geschieht, indem sie eben auf andere projiziert werden, denen dann beispielsweise im Zuge der Corona-Proteste unterstellt wird, eine Diktatur anzustreben, Ängste zu schüren oder Lügen zu verbreiten. Dabei macht man genau das selbst. Also man fordert die Diktatur des vermeintlichen Volkswillens ohne Absehung von parlamentarischen Gepflogenheiten. Man verbreitet Angst und man lügt beispielsweise darüber, dass es eine erhöhte Kindersterblichkeit nach der Infektion gibt. Dabei sind wir der Meinung, dass diese oppositionelle Haltung, von der Louis auch schon gesprochen hat, die dann zum Selbstzweck wird im Laufe der Proteste, eigentlich nur die fehlende Wirkmächtigkeit im Angesicht dieser Krise sublimiert. Das heißt, es gibt einen Ersatz für Wirkung. Aber es ist eben nur eine Illusion von Kontrolle. Ich kann natürlich die Maske abnehmen und mir dabei einbilden, ich würde jetzt einen Akt des Widerstands begehen, aber eine Kontrolle über das Pandemiegeschehen gewinne ich damit nicht. Die wahrgenommenen Bedrohungsszenarien, das ist ein wichtiger Punkt, die
müssen gerade, weil sie sich so abdichten gegen reale Erfahrungen, immer drastischer werden. Also sie folgen einer eigenen Radikalisierungsdynamik. Die Bedrohungen werden dann immer stärker, auch blutiger. Und das haben wir zum Beispiel beobachtet. Es gab ja anfangs das Narrativ, die Erzählung, dass die Impfung impotent machen würde. Mittlerweile in einem der größten Experimente der Menschheitsgeschichte lässt sich sagen, nein, das ist nicht der Fall. Aber diejenigen, die daran glauben, müssen sich ja davon abschotten, dass es nicht so gekommen ist. Und das bedeutet, sie müssen immer verdrehtere Erklärungen dafür finden, dass es dann doch so und nicht anders wäre, um auch letztlich ihren Widerstandsimperativ zu begründen. Also um letztlich immer wieder in diese oppositionelle Haltung hineinfinden zu können und sich eben diese Selbstwirksamkeit zuschreiben zu können. Was haben die Menschen eigentlich davon? Die Frage stellt sich, glaube ich, relativ oft. Die sozialpsychologische Forschung hat im Wesentlichen drei Elemente gefunden. Das ist einmal eben diese vermeintliche Kontrolle zurückzuerlangen, etwas zu wissen, eingeweihtes Wissen zu verfügen und andere dadurch abwerten zu können, die vermeintlichen Schafe. Und eben die Anerkennung in der Innengruppe. Das alles dient der Aufwertung der eigenen Position. Also wenn wir quasi auf der einen Seite die narzisstische Kränkung ausgehen von der Pandemieerfahrung haben, dann steht auf der anderen Seite der Versuch, die eigene Person aufzuwerten, indem man sich innerhalb der Gruppe des jeweiligen Milieus beispielsweise Anerkennung verschafft, sich aber auch von anderen abgrenzt, eben von den Schlafschafen, und sich selber handlungsmächtig fühlt oder diese Handlungsmacht zuschreibt. Das alles dient eben einer Ein- und Unterordnung in Kollektive, die dann auch Zugehörigkeit vermittelt. Ich denke, das ist ein noch nicht ausreichend beleuchteter Aspekt, der zur Erklärung herangezogen werden muss, weil in einem Zustand, in dem wir alle doch, soweit wir uns daran gehalten haben, darauf verzichten mussten, andere zu treffen, kollektiv wirkmächtig zu werden, uns auszutauschen, wie auch immer, war es diesen Menschen natürlich möglich, diese Erfahrung zu machen. Und das war, bin ich überzeugt, eine positive Erfahrung für die. Diese Zugehörigkeit ist also, denke ich, gerade im Zuge dieser Pandemieerfahrung nochmal ein sehr starkes Movens gewesen, mitzumachen, dabei zu bleiben. Insgesamt, das hatten wir abschließend jetzt so formuliert, handelt es sich aber auch um eine scheinhafte Stabilisierung des Selbst im kollektiven Wahn. Also das kann natürlich nicht dauerhaft tragfähig sein. Und genau darin besteht aber unserer Ansicht nach auch die Krux, weil was nur scheinhaft ist, ist permanent gefährdet, in die Brüche zu gehen und muss desto mehr, desto aggressiver auch verteidigt werden. Und da kommt es dann zu diesen Gewaltdynamiken, für die, meinen wir, Ida Oberstein auch ein Beleg ist. So, jetzt übergebe ich wieder an dich für die Zusammenfassung. Vielen Dank. Dankeschön. Und ich kann direkt dran anknüpfen, weil wir merken gerade, also aufgrund dieser Scheinhaftigkeit ist es ja auch notwendig, immer wieder neue Inhalte auch mit hineinzunehmen und zu versuchen, diese auch zu aktivieren. Und das können wir, glaube ich, jetzt momentan relativ gut beobachten bei den sogenannten heißen Herbst, Wutwinter und Fürstefrühling. Das heißt, ich mag Alliterationen, dass wir genau sehen, wie nahtlos, weil am Anfang haben wir uns gefragt, bei der Analyse der Corona-Proteste nach dem Überfall oder dem erneuten Überfall, um das präziser zu sagen, der Russischen Föderation auf die Ukraine, was bedeutet das für die Corona-Protestbewegung? Kommt es zu einer Spaltung? Kommt es zu einer größeren Erosion? Und mitnichten ist das der Fall. Also mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen von Akteuren, die sich abgewandt haben von der Corona-Protestbewegung, die sich distanziert haben, wurden die Ideologeme, die Einstellungsmuster, die Positionen in Bezug auf die Ukraine mehr oder minder nahtlos in diese Bewegung hinein inkorporiert. So. Und das macht, glaube ich, eben das, was Paul gerade auch deutlich gemacht hat, illustriert das Ganze nochmal. Aber es bleibt ja die Frage, warum sozusagen ist die Gemengelage so, wie sie ist? Und wir stellen fest, der Mord in Ida Oberstein ist rechter Terror und es gibt einen immanenten Zusammenhang zur Corona-Protestbewegung. Das war kein Zufall, das war nicht beliebig. Hierbei handelt es sich um eine heterogene Bewegung mit engen Verbindungen zur extremen Rechten und zum Rechtspopulismus. Es sind, und das haben wir jetzt hoffentlich
halbwegs erläutern und darstellen können, um autoritäre Milieus inklusive nicht dezidiert rechter Bevölkerungsteile. Sie werden verbunden, diese Widersprüchlichkeiten auch innerhalb dieser Milieus durch unter anderem strukturellen Antisemitismus. Diese Verschwörungsideologien kompensieren subjektive Ohnmacht auf irrationale Weise, wobei aggressive Dynamiken bis zum Mord dieser Bewegung inhärent sind. Und wir möchten das einfach nochmal deutlich unterstreichen. Wir haben es da mit einer Gemengelage zu tun, mit einem Protestpotenzial, das ganz schnell sich radikalisiert hat. Das konnten wir ganz gut insgesamt für die Corona-Protestbewegung nachvollziehen, als auch für den Täter, für den Mörder in Ida Oberstein. Und insofern muss man das ernst nehmen. Das wird sich nicht einfach nur in Anführungsstrichen totlaufen, sondern diese grundlegende, nicht nur Gewaltaffinität, sondern auch teilweise die Bereitschaft, aufgrund dieses gesetzten Widerstandsimperatives auch handeln zu müssen, müssen wir ernst nehmen in dieser Gesellschaft und müssen uns überlegen, wie wir damit umgehen. Denn sie stellen eine Bedrohung für die Demokratie, also eine abstrakte Gefährdung für Demokratie und ihre Institutionen dar, aber auch eine konkrete Bedrohung für Personen, für reale oder scheinbare SystemvertreterInnen. Oder mit anderen Worten, wir haben es mit einem entgrenzten Feindbild zu tun, in dem alle potenzielles Opfer werden können, solange sie sozusagen als Systembüttel, als Systemknechte, als SystemvertreterInnen imaginiert werden. Wir haben es also mit einem aktionsbereiten und aktionsfähigen Potenzial zu tun. Was ich jetzt sozusagen versuche zu formulieren, ist der Versuch, so ein paar Ansätze, so überblicksartig so ein paar Aspekte zu benennen, was es denn an Gegenmaßnahmen, was da denkbar wäre, wie man sich da, was Gesellschaft, was Individuen machen können, um sich dieser Bedrohung entgegenzustellen. Und es fängt einfach damit an, die Gefährdungspotenziale ernst zu nehmen. Und Paul hat es am Anfang auch schon die Morde an die beiden, an den Polizisten und die Polizistin in Kusel erwähnt. Es gibt keinen unmittelbaren Zusammenhang mit einer rechten Organisation, aber wir wissen, dass der Täter sich in ReichsbürgerInnenkreisen bewegt hat und zu diesen hinzuzuzählen ist. Und deswegen wundert es uns, dass das nahezu jetzt keine Rolle mehr auch in der Berichterstattung gespielt hat. Ich glaube, es ist wichtig, diese Gefährdungspotenziale ernst zu nehmen und die gesamtgesellschaftliche Dimension ernst zu nehmen und vor allem sie nicht am Rand zu verorten. Ein Teil dieser Corona-Protestbewegung entsteht in der Mitte der Gesellschaft. Das sind eben nicht die Springerstiefel-Nazis, die klar erkennbar mit einer klaren Agenda, die sie schon seit Jahrzehnten vertreten, auftauchen, sondern das entsteht in der Mitte der Gesellschaft. Und wir glauben, dass Antisemitismus oder Autoritarismus als struktureller Hintergrund dabei zu begreifen sind und wir deswegen auch da immer sehr genau hinschauen müssen und genau an diese Anknüpfung, an diese Verknüpfungsmechanismen, an diese Scharniere, dass wir die genauer beobachten müssen und auch von, das ist unser Part, in Anführungsstrichen von wissenschaftlicher Seite, auch offenlegen, was es da an Mechanismen gibt und wie diese funktionieren. Insgesamt, glaube ich, wird es notwendig sein, rechte Gewalt in Rheinland-Pfalz aufzuarbeiten und ihre gesellschaftlichen Hintergründe darzustellen. Und es geht uns nicht darum, dass wir um jeden Preis rechten Terror sehen müssen, sondern wir beobachten bestimmte Phänomene und wundern uns, dass deren Implikation mit extrem rechten und rechtspopulistischen Einstellungen und Praxen, dass diese in der Öffentlichkeit nur zu einem sehr geringen Maße stattfindet. Daher ist es wünschenswert, die Analyse dieser Zusammenhänge zu fördern. Das heißt, man muss Ressourcen dafür bereitstellen. Wissenschaft ist, kann nicht kostenfrei stattfinden. Hierfür müssen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, aber auch für die politische Bildung. Und politische Bildung heißt nicht, wir erklären den Leuten, wie Demokratie funktioniert, sondern politische Bildung heißt, sich wirklich einen fairen Verhandlungsprozess über das, wie wir in dieser Gesellschaft zusammenleben wollen, wie wir Entscheidungen treffen wollen und wohin wir wollen als Gesellschaft, um prosperieren und friedlich zusammenleben zu können. Hierzu, das ist ein Teil auch unserer Aufgabe, aber insgesamt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, geht es darum, Darstellung, Analysen, Erläuterung für Gesellschaft, für Zivilgesellschaft und Öffentlichkeit bereitzustellen. Und wenn wir feststellen, dass Demokratiedefizite ein Teil sozusagen des Ursachenkerns ist,
Halten wir es für notwendig, dass wir innerhalb dieser Gesellschaft über politische und soziale Teilhabe neu werden reden müssen? Wir schlagen vor, Demokratisierung als einen Schlüsselbegriff, als ein Begriff, der es möglich macht, diese Verhandlungen zu führen, diese Auseinandersetzung zu führen, das voranzutreiben. Denn wir dürfen uns nicht wundern, wenn für viele Menschen, gerade für junge Menschen, wenn für sie Demokratie nicht erlebbar ist, weil sie einfach nicht stattfindet in ihrem Leben, dass sie sich nicht gerade zu den größten Demokratiefans entwickeln. Das heißt, es wird notwendig sein aus unserer Sicht, eine breite gesellschaftliche Debatte, die übrigens auch Menschen mit Migrationshintergrund umfassen muss, über soziale Teilhabe. Wir haben schon festgestellt, dass soziale Ungleichheit auch eine Rolle spielt. All diese Dinge müssen wir gesamtgesellschaftlich neu diskutieren und neu miteinander verhandeln und hoffen, dass wir heute Abend so einen kleinen, klitzekleinen Beitrag dazu gemacht haben und bedanken uns für Ihre Geduld und für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.